Und was es mit diesem grünen Bus auf sich hat, seht ihr heute in diesem Video. Und ihr könnt noch dazu heute in diesem Video diesen richtig krassen Bollerwagen hier von der Firma Fuchstech gewinnen, also die neue Variante quasi. Der hier, der gehört uns. Ihr bekommt einen ganz, ganz neuen. Bleibt da auf jeden Fall mit dabei im Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Guten Morgen, meine Lieben. Ich nehme euch wieder eine Runde mit. Wir sind gerade in Frankfurt angekommen. Der Liam ist auch gerade wach. Das ist gut. Er mag nämlich eigentlich nicht so gerne Auto fahren. Und jetzt hat er die ganze Strecke geschlafen. Buongiorno. Buongiorno. Ich muss nämlich jetzt in den Apple Store. Ich brauche ein neues MacBook. Ja. Meiner hat einen Geist aufgegeben. Boah, das ist so nervig. Und ich brauche den halt zum Arbeiten. Deshalb sind wir jetzt hier in Frankfurt. Und heute Mittag steht noch was Wichtiges an. Der Alessandro hat sich nämlich gewünscht, in ein Schwimmbad hier in Frankfurt zu gehen. Da wohl irgendwie so ein bekannter YouTuber kommt und Turmspringen irgendwas vorzeigt. Keine Ahnung. Ich bin noch nicht richtig da. Es ist noch früher Morgen. Und deswegen habe ich noch Wortfindungsstörungen. Aber ich nehme euch jetzt, wie gesagt, eine Runde mit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und los geht's. Buongiorno. E come stai? Come stai? Okay, gut. Der Luki ist übrigens auch dabei. Ich hoffe, dass die mir jetzt den Kinderwagen raus haben. So, da ist er auch, der Luki. Und jetzt sind wir auf der Freskas hier in Frankfurt. Hier gibt es ganz, ganz viele Restaurants und kleine Bars und alles Mögliche halt. Ne? In denen man essen kann. Freskas, wie es der Name schon sagt. Also da vorne ist der Apple Store. Und jetzt schauen wir mal. Na? Mhm. Der Luki ist hier der Pro mit dem Liam. Da ist er, der Apple Store. Schaut. Da. Auf geht's. So, MacBook ist gekauft. Das war super kompliziert alles. Das war wieder eine schwere Geburt. Das kann auch nur mir passieren. Egal, jetzt sind wir hier im Schwimmbad. Der Alessandro hat den Riede auch schon getroffen und der Luki auch. Ich bin kurz hingegangen, habe gefragt, ob sie ein Bild machen können. Total nett, voll auf dem Boden geblieben, hat einige Bilder mit den Jungs gemacht. Jetzt schauen meine Jungs hier noch ein bisschen zu, werden auch noch springen. Der Riede wird nicht mehr lang bleiben, nur noch eine halbe Stunde, aber ist egal. Da ist er, oder? Sagt mir gerade Alessandro, jawohl. Ja, okay, also auf jeden Fall Kind glücklich, Mama glücklich und dann geht es wieder ab nach Hause auf die Arbeit, beziehungsweise ja, was halt zu Hause noch so ansteht. Ich melde mich dann nochmal bei euch und ja, bisher alles erledigt. Top. Mit Umwegen, aber erledigt. Wir sind wieder zu Hause. Boah, jetzt bin ich ganz schön kaputt. Jetzt kommt die Sonne raus. Jawohl, endlich. Es war doch recht frisch im Schwimmbad, muss ich sagen. Aber die Jungs hatten trotzdem ihren Spaß. Die hatten ja ihren Neoprenanzug an. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass der Postbote mir schöne Sachen gebracht hat. Unter anderem dieses Teilchen hier. Machen wir dann gemeinsam auf. Schaut mal bitte, wie schön eingepackt es ist. Hier ist mein neues Schätzchen. Habe ich euch ja vorhin schon ein bisschen was gezeigt. Hier die neue Decke, die ist von Stocke. Ja, hier geht es um Urlaub. Naja, das ist alles eher schlecht als recht. Dieses Teilchen hier habe ich euch auf Instagram gezeigt. Das werde ich testen. Also ich habe das jetzt schon zweimal verwendet. Werde euch dann ein Feedback dazu abgeben. Und ja, dieses Paketchen hier, das machen wir später auf. Ich muss jetzt hier erstmal klar Schiff machen. Denn wenn ich ein paar Stunden aus dem Haus bin, dann ja, bleibt wieder mal ein bisschen was liegen. Ne? Ist klar.
Der Postbote hat noch ein tolles Paketchen von der Firma Fuchstech für den Liam gebracht und ich hatte den Max gefragt, ob er mir helfen könnte, das Ganze aufzubauen, weil ich ehrlich gesagt gedacht habe, dass es super kompliziert ist. Aber ihr könnt schon sehen, mit einem Handgriff, zack, ist das Teilchen offen und ich muss ehrlich zugeben, dass wir noch nie so einen krass schönen und hochwertigen Bollerwagen hatten. Ich freue mich schon riesig, wenn wir mit dem Liam damit spazieren gehen. Oh mein Gott, der ist so, so schön und ich habe eine tolle Überraschung für euch und zwar darf ich so ein Schätzchen auch an euch verlosen. Schaut dazu einfach mal unten in die Infobox. Ich werde euch dazu alles reinschreiben. Auf Instagram werde ich euch das Ganze auch nochmal zeigen. Also gerne auch auf Instagram abonnieren, damit ihr da immer mit am Ball bleibt und seht, wann ich dieses Schätzchen verlosen werde. Und ja, jetzt heute auch hier in diesem Video, weil ich den wirklich richtig, richtig klasse finde. Let go of every thought that was holding me back. Yeah. I'm in love with you in every way. The joy you give me every day makes me forget that I was troubled before. Don't know if I'm dreaming, I'm slipping away. I hear your sweet voice, then I see your face. Alles geschafft und jetzt eine kleine Belohnung. Jetzt machen wir mal das Paketchen hier auf. Oh Mann, wie schön ist das bitte eingepackt. Ich liebe es. So, schauen wir mal. Hier ist noch eine schöne Karte mit dabei. So. Und das sind so die neuen Schätze für den DM. Zeige ich euch jetzt gleich mal ein bisschen genauer. Oh mein Gott, wie schön ist das bitte. Da habe ich mich schon so, so doll drauf gefreut. Und meine Erwartungen sind voll erfüllt. Also es ist wirklich richtig, richtig schön, auch von der Qualität. Ihr wisst ja, dass wir sehr, sehr oft schwimmen gehen. Und da, finde ich, ist es ideal. Es ist wie so eine Art Bademantel. Also man kann das Ganze hier dann aufmachen, das Kind eben rein und dann wieder zumachen. Dann ist es schön trocken dann und ist eben gewärmt. Und dieses Teilchen hier, auf das freue ich mich auch schon besonders. Wir haben nämlich ein neues Ritual. Der Liam, der wird jeden Morgen von mir ins Waschbecken gesetzt im Bad. Und dann gewaschen und das Teilchen hier finde ich so genial, da kann man das Baby dann drin einwickeln oder das Kind eben, ne? Und ja, hier kann man dann so die Füße reinlegen und dann das Ganze eben wieder einschlagen, hier auch nochmal zumachen und dann ist es schön trocken und dann eben auch gewärmt, also richtig, richtig süß und goldig. Und hier noch ein Handtuch, das ist natürlich dann für die etwas größeren Kinder gedacht. Hier kommt dann so der Kopf rein und dann kann man das Kind eben auch schön trocknen. Und hier habe ich jetzt noch ein Lätzchen, das sieht so aus. Und hier, da freue ich mich auch schon mega drauf. Und zwar ist es ein Buggy-Inlay. Ja, das kommt in den neuen Kinderwagen. Oh mein Gott, wie schön ist das bitte. Und unser neuer Kinderwagen, der hat auch so eine Farbe. Also richtig, richtig toll, sehr passend. Und hier haben wir noch dieses Schätzchen hier. Das ist ein Waschlappen. Und ja, wie genau die Bezeichnungen jetzt dazu sind, weiß ich leider nicht. Oh Gott, schaut mal das Detail hier an, bitte. Wie süß ist das? Aber ich kann euch die Farbe nennen. Und zwar ist es Dior Saphir. Genau, aber ich kann euch das Ganze auch nochmal unten in die Infobox packen. Da müsst ihr nicht lange suchen. Also ich finde es mega, mega schön. Und wie gesagt, von der Qualität her auch richtig bombastisch. Jeder, der mir schon länger folgt, der weiß, wie sehr ich auf Cueca stehe. Falls ich das richtig ausspreche. Also ich habe da schon einiges gekauft, auch einen Fußsack zum Beispiel oder einen Schlafanzug. Also ganz viele Sachen habe ich da schon gekauft, auch für die anderen Jungs. Und ja, ich bin eben schwer begeistert von der Marke, von der Qualität und da passt einfach alles. Genau, und deshalb heute hier in diesem Video. Also gut, dann packe ich das Ganze jetzt mal in die Wäsche. Richtig schön. Ich freue mich so. Bin gespannt, wie das dann an dem Liam das erste Mal aussieht, also wenn wir das Ganze dann verwenden. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Meine Lieben, da bin ich wieder mit der Bella im Wald und dem Liam.
Hier genieße ich gerade die frische Luft. Es ist leider schon wieder etwas dunkler. Die Sonne hat sich wieder verabschiedet. Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Lärm hören könnt. Drüben in der Stadt ist das Fest der Feste bei uns. Dafür nehmen sich die Leute hier sogar Urlaub. Also es ist das Ereignis des Jahres. Wir werden dann später auch nochmal rüberfahren. Die Jungs wollen dann nochmal Breakdancer fahren, beziehungsweise wollen ihren Crepe oder eine Bratwurst. Mal schauen. Es sind ja Ferien, jetzt Gott sei Dank auch endlich bei uns. Ich habe mir jetzt vorher nochmal das Prospekt für einen Urlaub angeschaut. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo es für uns hingeht in den Sommerurlaub. Es ist für mich alles noch ein bisschen schwierig wegen Italien. Mit dem, was da alles passiert ist, alles sehr, sehr traurig. Und ich würde schon gern zu meiner Mama. Wir hatten uns jetzt mal Griechenland angeschaut, eben im Reisebüro. Aber ja, ich weiß auch nicht. Türkei wäre noch zur Auswahl, aber da habe ich so ein bisschen Angst. Ägypten möchte der Moritz nicht und deshalb sind wir dann letztendlich auf Griechenland gekommen. Könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr schon mal in Griechenland wart. Aber ja, wie gesagt, für mich ist das halt alles nicht so einfach, weil ich schon ganz gern zu meiner Mama möchte, dass die Jungs natürlich auch verstehen, aber da ist leider nicht das Meer in der Nähe, also es ist richtig blöd. Und ich möchte natürlich auch, dass die Jungs einen schönen Urlaub haben und schöne Ferien. Ja, müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie wir es machen. Aber schreibt mir sehr, sehr gerne mal, wo es für euch hingeht in den Sommerurlaub. Als Inspiration vielleicht auch für nächstes Jahr. Ich finde es ja immer total schön, dass wir uns austauschen. Ganz viele sind zum Beispiel auch mal an den Bodensee jetzt gefahren, nachdem ich euch mitgenommen habe auf Instagram. Und da freue ich mich immer total, wenn ich die ganzen Bilder sehe und euch inspirieren konnte in die Bodensee-Therme. Das haben wir ja alles selbst bezahlt. Keine Kooperation. Leider nicht. Aber ich freue mich, wenn ich euch da, wie gesagt, inspirieren kann und wenn wir uns da gegenseitig einfach Tipps geben. Das ist natürlich total schön. Und deshalb schreibt mir das sehr, sehr gerne, wo es für euch hingeht. Und ihr werdet mit Sicherheit auch mitbekommen, wo es für uns hingeht. Jawohl. Okay, meine Lieben. Also, wir hatten einen schönen Tag heute in Frankfurt. Kinderglücklich. Die haben ihr Idol getroffen. Also ist die Mama auch glücklich. Und jetzt geht's wieder nach Hause. Bella war jetzt auch draußen. Und dann gehen wir später noch aufs große Fest. Jawohl. Okay, also ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ich euch wieder eine Runde mitgenommen habe. Sorry, dass ich so außer Atem bin und so fertig. Aber es war jetzt wieder ein langer Tag. Anstrengend. Und ich habe keine Kondition. Ja, so sieht's aus im Puppenhaus. Also, jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja. Ja, was ist denn da los? Was ist denn da los in der Hose? Tschüss! Da ist die Bella.